SOS, Esoterik. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zu den Tageslesungen. Wir betrachten heute aus dem Buch Exodus diese Worte. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Eine Form der Götzenanbetung kann auch die Esoterik sein. Oft wird dabei die Gefahr der Esoterik voll unterschätzt. Ein bisschen Yoga, Aufsuchen eines Heilers, Alternative, esoterische Heilmittel, die ja keine Nebenwirkungen haben sollen und so weiter. Was schadet das schon? Doch eine schlimme Nebenwirkung kann eben gerade diese sein, dass man dabei die Freude am christlichen Glauben verliert und immer tiefer in die Götterwelt der Esoterik hineingerät, vor der man sich bewusst oder unbewusst niederwirft, um sie anzubeten, um dafür die Gesundheit des Körpers zu erlangen. Heute will ich euch erzählen, was ich selbst in der Esoterik erlebt habe. Im Evangelium hörten wir heute von Jesus: Und doch wollte nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Ich kann mich erinnern, dass ich sehr intensiv erfahren durfte, wie Jesus mich auffallend von verschiedenen Leiden heilte, als ich vertrauensvoll seinen heiligen Namen anrief. Und das erfüllte mich mit großer Freude und stärkte meinen Glauben. Doch dann geriet ich eines Tages, vor ungefähr 20 Jahren, und das eigentlich nur aus reiner Neugierde, an eine esoterische Heilerin, die sogar zu uns ins Kloster gekommen war. Denn ich war pudelgesund und glücklich. Die Heilerin bot ihre Hilfe an, um verborgene Krankheiten zu entdecken. Man musste dazu zwei Kupferstäbe in die Hand nehmen und mit den Füßen auf eine Kupferplatte treten, die wiederum mit einem Kabel mit ihrem Computer verbunden waren. Dann zeigt der Computer die verborgenen Krankheiten und auch die Heilmittel an. Seltsam war dabei die Frage der Heilerin, worin denn meine Arbeit bestehen würde. Als ich ihr dann meine Missionsaufgabe erklärte, sagte sie prompt: Das werden Sie nicht mehr lange tun, denn Sie sind sehr krank. Und tatsächlich, ihr Computer druckt eine ganze Liste von Krankheiten und zugleich eine Liste von Heilmitteln aus. Die erste schreckliche Nebenwirkung, die mir am Abend noch auffiel, war: Ich hatte die Freude am Glauben und am Beten verloren. Am gleichen Abend ging ich noch zum Beichten, doch die Beichte konnte mich nicht sofort von meiner tiefen Traurigkeit befreien. Da ich mich nun bemühte, gewissenhaft alle esoterischen Heilmittel einzunehmen, um ja gesund zu werden. Meinem Mitbruder erging es noch schlechter. Er verschließt das Kloster für kurze Zeit, da er keine Klosterberufung mehr verspürte. Erst später, als ich ihm meine Entdeckung erzählte, kam auch er zurück und fand zu Jesus zum Glauben zurück. Bei mir beendete sich der Spuk erst an diesem Tag, als eine heilige Messe für mich gefeiert wurde und ich all diese esoterischen Heilmittel wegwarf. Nun durfte ich wieder die tiefe Beziehung mit Jesus und seine unendliche Freude verspüren. Ja, man kann nicht zugleich den Göttern der Esoterik huldigen und Jesus Christus anbeten. Deshalb will ich nur noch Jesus allein dienen und zu ihm kommen,
um das Leben in Fülle zu haben. Im Namen, in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der uns das Leben in Fülle schenken will, wenn wir zu ihm kommen. In der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und alle Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, dich von allen esoterischen Bindungen, allen Ängsten und Bedrängnissen, von Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes will, so geschehe es, und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut und bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.